So, Leute. Und weiter geht's mit Resident Evil. Die Betonung hat mir sehr gefallen und 5. Okay. irgendwie der behindertste Anfang. Resident Evil. Betonung hat mir sehr gefallen. Moment, Killer. 5. Okay. Oder genauso wie, er hat das E vergessen. Oder das S. Keine Ahnung. Moment, das E vergessen. Wir waren hier bei unterwegs in Düsterberg. Ja. Düsterbürger. Ey, Moment, verwalten. Ich verkaufe jetzt auch erstmal meine ganzen Schätze. Auf V. In der Menü und raus bist gar keiner mehr. Okay. Ja, verkaufen. Wieso kann deine Typen sich eigentlich einen Bogen kaufen und er hier keinen Raketenwerfer? Weil sie so Afrikaner stammen, dies, das ist und. Irgendwie hat sich das gerade erledigt. Raketenwerfer. Irgendwie hat. Oh, du bist so ein Depp, ne? Und zwar nicht Johnny, ey. Hat er eigentlich unbegrenzte Munition? Stell dir vor, du spielst das Spiel durch, ihn voll abgegradet. Was? Nix im Inventar. Ach, da. Was? Nix im Inventar. Ich dachte gerade, all meine Sachen sind weg und ich hatte hier noch die H&K PSG1 voll aufgepippt. Nee, noch nicht ganz. Doch. Nein. Doch. Und mal wieder diss ich mich selbst. Vor allem hier, keine Munition. Vor allem sonst hier, ist es auch immer unendlich. Allein hier, als ob die Leute im Let's Play das sehen könnten. Ja, ich will's ja dir zeigen und nicht den Typen. Echo. Echo. Echo! Der war gut! Als würde ich eine Prärie suchen. Okay, wo sind wir? Wir sind am Bahnhof. Ich drehe mich gerade mal einmal kurz eine Pirouette. Da ja, liegt ein, haben wir das allein, dass da ein Zettel liegt, den wir mitnehmen sollten. Nö. Haben wir das Spiel nicht gleich durch? Herzlich willkommen zu Part 2. Wir haben das Spiel gleich durch. Ja, bei uns dauert das aber eigentlich gar nicht so lange, ne? Warte! Warte! Komm, was, schieß erstmal ein paar. Was ist das für ein Hund? Ja, der ist groß. Und unnett. Der sieht cool aus. Ich mag den. Komm mal her, ich will dich streicheln. Ja komm, Fifi, wir haben Pedigree dabei. Wow! Pedigree. Aber das passt doch nochmal lieber Penny. Das passt doch nochmal lieber Penny. Alter, oh, piss dich. Alter, allein, Moment, Paddy. Der hat grün auf den Hund angezeigt. Der war lieb. Paddy. Ah, der wollte uns doch helfen! Paddy, du hast gerade unseren Hund erschossen! Wieso ich, Digga? Er beißt mir in den Nacken, wieso ich, Digga? Nachdem wir ihn schon dreimal angeschossen haben. Hab ich überhaupt nichts! Voll das Gerücht! Hab ich überhaupt nichts! Paddy, hinter mir sind komische schwarze Töne. Die kommen hier eh nicht hoch. Da hinten kommt noch so ein Hund. Er schießt erstmal auf den Boden des Waggons. Ist der behindert? Wieso? Du bist Shepard, das ist nur sie. Hä? Ich rede nicht von mir, ich rede von dem Mongo doch, der da gerade war. Hiss dich doch, du Fliegeling. Okay, also da unten sind liebe Wuffis. Wow! Ah, fast in die Bombe reingelatscht. Oh, das ist hart. Okay, Leute. Willkommen zurück zu Let's Die Resident Evil. Scheiße! Was denn? Ich schieße drauf, aber leider schon zu dicht dran und dann habe ich mir wohl leider echt wehgetan. Die Breitseite, aber her, komm her. Ich höre uns. Warte, mach ich schon. Yeah. Wie sagte ich gerade, willkommen zurück zu bei Let's Die. Splinter Cell Conviction, nein, falscher Text. Da ist ein Knopf. Du könntest draufdrücken. Nein, wir gehen mitten in den Raum und geben den Befehl nach unten. Vielleicht hört uns ja MacGyver und baut uns einen Mechanismus. Ballams. Alter, ich hab das letztens. Karte können wir ausschalten. Nimm du mal die Lampe. Moment, hängt am Arsch der Hammer gerade? Nein. Sonst würde ich den Bogen einfach nehmen. Ich glaube, ich hab den Bogen überspannt. Nein, du hast den Bogen raus. Ballams. gehen wir mal nach rechts, da funkeln doch immer die Augen. Okay, doch nicht. Dann gehen wir nach links. War das gerade ein nationales Beispiel? Gehen wir mal nach rechts, da funkeln immer die Augen. Paddy, ich werde von Schwarzen angegriffen. Oh, ich habe gerade nur seine Hand gesehen und im Dunkeln konnte ich ihn gar nicht sehen. Bei mir leuchtet alles taghell. Oh, Mr. Rocker, Chino.
hat das gerade geblitzt und der Typ ist einfach verschwunden. Wenn ja, dann hatte das eindeutig viel Charakter. Ich meinte eigentlich, ich habe Rechtsklick gedrückt, um die Lampenverstärkung einzuschalten. Was ich komplett vergessen habe. Ah, die hinter dir ist einer, ne? Moin! Roundhouse! In your face, Biatch. Adi, da kommt jemand mit einer Schaufel auf mich zu. Und er spielt kein Minecraft. Oh nein! Piss dich! Du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen. Ich auch gleich, ich habe nur noch 8 Schuss. Ich glaube. Ach, warte. Du hast 18. 18, stimmt. Aber jetzt hängt am Arsch mal kurz der Hammer. Ich nehme nicht den Bogen, keine Sorge. Nö, aber die Magnum, das sieht man rechts, das Ding aus, das aussieht wie so eine Maschinenpistole. Ja, weil es ist dunkel, Mann. Wo bist du? Sagen wir so, gleich tot. Ich höre irgendwo schlimme Musik. Und hab... Moin. Sag eher Moin zu denen da. Bitte. Schießen wir manchmal den Arm. Warum? So, jetzt ist es leer. Ja, hat man auch gesehen. Das Ding hat ja auch immer wieder fast die Schultern ausgerenkt. Mann, sag mal. Habt ihr kein Hobby, Mann? Hobby, Mann. Ist der irgendwie bescheuert? Geht der im Kreis, ne? Paddy, der steht noch. Moment, der hat noch einen Kopf. Ich wollte ihn gerade schlagen. Au! Krieg ich erstmal einen Tritt in die Presse. Oh Mann, Alter. Vor allem, ich hab dich nicht mal getreten. Also, ich kann dich ja nicht treten. Doch. Echt? Ja. Kann ich dich treffen? Ja. Ich hau hier die Dinger auf. Und was kommt mir entgegen? Eine Schlange. Ohne Witz. Auch wenn es jetzt so zweideutig ist. Ey, Paddy, ich glaube, der hat mich noch nicht gesehen. Der spielt auch Minecraft. Das hat aber früh realisiert. Spucke ich mich hier schon an. Wie man das gesehen, du zielst die ganze Zeit auf ihn und der macht da Abu, bam und sprang sein Kopf ist weg. Vor allem Abu. Abu, war das nicht ein Charakter bei Aladdin? Irgendwo war das so. Wie lege ich nochmal die Waffe ab? Ich warne dich, wehe, du lässt das Ding runterkommen, während ich da unterstehe. Ich glaube, ich wollte gerade die Tasten wechseln, dass ich es besser und schneller machen kann. Also, ich wollte dich nicht umbringen. Wir kriegen das Ding auf. Buddy, da kommt einer. Oh, du verdammter Penner! Okay, Paddy, ich dreh. Bam, Digga. Bam. Eigentlich müsste Chris das viel schneller schaffen, Mann. Er ist voll das Paket. Fette Musik, Mann. Ja, ich bin damit beschäftigt, hier schon den Arsch zu retten. Während du noch das Video guckst. Kann man nichts machen. Moin. Ja, sag dem hinter dir auch mal. Da hat mich gerade irgendein dreckiger Penner weggesprengt. Ich schwör, Digga. Versuch den Typen mal ausfindig zu machen. Da muss ich nicht lange suchen. Okay, und Andy Fresse. Und Andy. Moment. Wow, moin, Digga. Und moin. Okay, Scheiße, Mann. Könnt ihr mal alle weggehen? Oh, der hat sich überschlagen. Also. Gilt als schweres Problem, wenn ich nur noch 3 Schuss habe. Das ist ein Schlecht. Ich hab's gesehen. Da kommt erstmal so ein fettes Vieh aus dem Typen raus. So, jetzt habe ich tatsächlich. So, jetzt darf ich einmal kurz schummeln. Ja, nimm den Bogen. Also auf jeden Fall, wie wir sehen, rechts oben. Paddy hatte keine Munition mehr für die Pistole. Ole. Sag mal, habt ihr einen Arsch auf? Habt ihr auf? Mann, ich hab's immer noch drauf mit dem Bogen. Oder der Bogen hat's immer noch mit dir drauf. Also, bin mir da nicht so sicher. Vielleicht sollte ich mal Munition übrig lassen. Ja, aber wie denn, wenn die dich andauernd versuchen zu fisten? Ich meine, ich hab hier die Muschi und nicht du. Ich
Oh, das war ein Double. Ich schieße auf ihn und er auf mich. Wir beide haben getroffen, aber keiner ist tot. Obwohl, er ist jetzt tot. Und hier liegt noch Pistolenmunition. Ah! Ah! Auf jeden Fall. Hey, moin! Du hast mir da einen Typen mit so einer Schlange aus dem Kopf dagelassen. Und er kann laufen. Wieso kann er laufen? Segel runter, du Schwein. Hier kommen insgesamt nur zweimal Kettensägenmänner, oder? Warum kommt diese Musik hier gerade? Maybe, weil du gerade von Monstern angegriffen wurdest. Nein, ich stehe vom Zielort. Oder vielleicht wegen ihm. Oh, es ist nicht euer Ernst. Komm, ich geh weg. Warte, wo bist du? Frag eher, wo er ist. So, aber ich habe wieder 10 Schuss für die Knarre und das bedeutet, der Bogen bleibt, wo er ist. Der bleibt alles so, wie es ist. Es wird sich hier nichts dran rütteln. Hier nichts dran rütteln. Halt, stopp. Du hier bist und nicht. Hast du gerade gesagt, du hier bist, ich hier und ich? Ob du hier bist und nicht, so wie Andreas das sagt. Oh, Paddy, hier kommt der Sniper-Part. Hier oben gibt es aber zum Glück auch eine Sniper für dich. Und ich vergesse meine PSG, Alter. Auf jeden Fall, hier hinten kommt auch gleich die Nicht spoilern! Guck mal, sie sollen Irving fassen, lebend oder tot. Ich würde ihm einfach jetzt so in die Fresse schießen, ne? So you must be Irving. Wow, Moment, das ist gar nicht Irving. You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Ja, warum geben sie ihm nicht einfach? How about you drop yours? Anstatt dass sie ihm einfach von Anfang an gegeben hätten. Nein, es ist immer so. Hurry. Suckers! Finde ich ja mal gar nicht nett. Great. Looks like Irving has a partner. There must be something here. Du siehst Irving. Na, was sehe ich? Hm? Das war Irving. Ach so, ja, ich weiß. The oil field. That's in the marshlands. Congratulations. Delta Team, Chris here. Relocated. So Leute, jetzt gibt's Happy Fun mit der Sniper. Paddy, hier liegt einer. I think he's heading for an oil field in the marshlands. Paddy. Dragunov oder was? Dragunov liegt hier irgendwo. Unten, glaube ich. Ah, Mann, ich hasse diese scheiß Dragunov. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die PSG 1 mitgebracht. Auf jeden Fall, hier haben wir einen anderen Freund, Kevin. Ich weiß nicht, aber ich glaube, hier lag ein Sniper. Ja, müsste eigentlich passend zum Business sein. Oh Gott, das war schlecht. Komm. Ja, okay, lassen wir das hier. Also ich gehe mal unten rum und räume mit der Handwaffe aka Bogen auf. Je nachdem, wie die Munition. Wow, 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 wow. Au. Oh. Dort steht ja jemand an diesem schweren Geschütz. So ist es. Jetzt steht da keiner mehr. Ja, das... Oh Gott, mit dieser Sniper zu zielen, ne? Das ist echt kompliziert. Ohne Witz, ich stehe auf Zielen mit Sniper. Das ist schön. So, schon wieder leer. Gut. Hätte ich jetzt einen Sniper, müsste ich hier nicht einen auf kriegerischen Charakter machen. Das wäre auch mal schön zur Abwechslung. Na okay. Gut, aber jetzt muss ich hier mal stürmen, ja? Bleib mal schön da sitzen.
so lange, wie du es verantworten kannst. Ich schau jetzt auch, ey. Gewehrmunition gefunden. Ich muss mal kurz meine Präzision töten und muss mal gucken, ob ich mit dem Bogen von unten jemanden töten kann. Kann ich nicht. Wen interessiert am Ende schon die Präzision? Das Ergebnis zählt. Oder er hat gedacht, dass wir ihr Leben durchkommen. Ich hab den Typen da links von dir weggeschossen. Hier glänzt ein Schatz. Soll ich den runterschießen? Ja, bitte. Dann musst du die Leiter aber wieder runter. Mach ihn nachher. Ich sniper die alle weg. Wie kann das sein, ey? Meine Präzision mit dem Bogen lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. So, einmal die Leiter. Warte. Noch nicht zu dem Boss gehen. Hier liegt eine Granate. Also nein. Also so viel zum Thema Spoiler. Ja, warte. Auf jeden Fall, du nimmst die Minen und so wieder, ne? Moin. Ich glaube, da kommt noch jemand hinter dir, aber das ist ja egal. Wo da unten? Diamant gefunden, Pistolenmunition. Sag mal, bist du blind? Ja, was bringt mir das? Die Pistolenmunition ist im Rund umdrehen. Im Rand um Hand umdrehen, Mann. Im Rand umdrehen, Mann. Hund umdrehen. Was ist denn los hier? So, hätten wir noch. Überhaupt kein Geld. Weiter geht's. Noch sind wir ja nicht beim Ereignis, was wir jetzt nicht als Boss betiteln. Das war nur eine spaßige Zwischensequenz, wenn es echt die Eier ausreißt. Versuchst du gerade den Diamant da runter zu schießen? Ach, ich versuch gar nichts mehr mit diesem Scheißbogen. Warte, da kommt eine TNT-Stange. Die liegt genau neben dir. Das ist mehr. Wir können es auch einfach hochspringen. Normalerweise. Ja, normalerweise. Wenn du mal da wärst. Ich stehe neben dir. Ups. Oder nennen wir es hinter dir. Der muss ich vor. Einfach nur übertreiben. Alter, das knallt hier aber auch rund am Band. Rund um die Uhr. Schau gleich nochmal. Moment! Oh, Scheiße! Scheiße! Come back! Help me! Weißt du warum? Weil da kam jemand mit einer TNT-Stange auf mich zu. Und hat sich selbst in die Luft gesprengt, mit mir zusammen. Und ich konnte nicht mehr weglaufen, weil ich in der Ecke stand. Pisser, Digga, die haben doch eh keine Zukunft. Deshalb knallen die sich auch selber weg. Ich mein. Du bist ein Bitch, dich kann man hier auch knallen im Spiel. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Du stehst an der falschen Seite. Ja, ich weiß. Scheiße! Alter, das Spiel läuft bei dir voll überflüssig. Bei mir oder bei dir? Bei dir. Ja, weiß ich. Aber bei mir ist das nicht gerade merkbar. Du hast ein Loch in der Schulter, wollte ich so sagen. Bei mir jedenfalls. Oh ja, hier müssen wir. Weicht ja meinem Pfeil aus. Weicht ja mal. Jetzt geht's sowieso rund, Paddy. Ich verteile noch Headshots mit Pfeil. Total unnötig. Sei froh, dass du unbegrenzt Muni hast mit dem Bogen. Ich weiß nicht, was soll man darstellen? Als Fledermaus oder als Spinne? Ich glaube, ich pack den Bogen aber nächstes Mal weg und nehme dafür eine andere Waffe rein. Der Bogen verleitet zu schnell. Wenn du in Not bist, nimmst du einfach den Bogen und dann bist du unbesiegt. Godlike. Ja, aber jetzt brauchen wir den Bogen. Ja, jetzt brauchen wir den. Ich meine, Autofahren können die. Auch wenn sie sonst nichts können. Ich meine, er hat ihn ja wenigstens nicht im Graben verdüst, ne? Gerade so. Auch wenn ich mich frage, wie die Typen tot sein können. Das war doch kein richtiger Unfall. Mm-mm. Vor allem, warum das Ding einfach mal aufgeht. Ach, wie süß. Ich nenne es, das ist eine Spinnenfledermaus. Moin. Oh, da fällt mir ein, ich habe Final Fantasy 8 zu Hause vergessen. Ich wollte es noch jetzt haben. Ah, egal. Für Real Life willst du noch einen Sinn erstellen. Was? Real Life. Also Real Life, als ob Final Fantasy 8. Ich brauche eine Gunplay. Hast du schön vergessen.
Das ist eine Madenfledermaus-Spinne. Ja, ich muss den nur hier innen erwischen. Genau da, wo er es ganz gerne hat. Dann braucht er auch nicht lange. Scheiße. Ich wette, er geht auf mich. Oh, nee. Oh, knapp ausgewichen bin ich gerade. Ich lenke ihn so ab, dass du ihn von hinten geben kannst. Komm her. Ich bin deine Mutter. Moment, das war nicht so gemeint. Wow. Ich meine, er sollte da ein bisschen reagieren. Gib ihm! Der zappelt zu viel. Der zappelt zu viel. Hm? Das war's. Ich war ein Speedrun. Aber der war total unnötig. Was, ein Speedrun? Ja, Mann, wir haben das Viech einfach so zerhackstückelt. Oh. Mieseste Slow-Motion-Action. Allein jetzt müsste nur ein Zombie ankommen und uns runterkicken und schon hätten die gewonnen. Haha, das klingt ein bisschen nach PVZ, ne? Und ausgerechnet jetzt kommt natürlich die Hilfe. Klar. Wie immer, dann wenn alles vorbei ist. Kommt jetzt nicht dieser Ego-Shooter-Part? Ja. Ja, Leute, der Part wird lustig. Das wird einfach nur sinnloses Geschnetzel. Und es ist jetzt nicht mal eine Pause dazwischen, ne? Es ist einfach ergib ihn, oder? Party, das Level ist jetzt vorbei. Oh ja, okay. So, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir einfach nur sinnlos auf Knarren sitzen. Ja, und das nenne ich doch mal ein Ergebnis. Ein Ergebnis. Oh. Ja. So, bis zum nächsten Mal, Leute, bei Resident Evil 5. Mal. What the fuck? Sie können den Raketenwerfer mit unbegrenzter Munition...